Na, kleiner Freund, weißt du, wer Corona ist? Ja, nicht nur das hübsche Mädchen von nebenan, sondern viele Leute meinen damit ein Virus da, wo sie ganz viel Panik machen. Kennst du den? Nein, kennst du nicht? Aber du kennst doch bestimmt so gute Möglichkeiten und Lösungen, wie man das bewältigen kann, oder nicht? Ja, das habe ich mir gewusst. Ja, wir können noch viel von euch lernen. Wir können vieles von der Natur noch mitnehmen. Und genau in dem Video geht es heute darum. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal so meine Tipps mitgeben, wie der Garten jetzt vor so einer Epidemie, vor diesem Virus oder allgemein auch vor Krankheiten schützen kann, um einfach auch die Panik runterzuschrauben, weil natürlich es jetzt ziemlich aufgebauscht wird. Auch in meinem Umfeld machen die Leute schon sehr viel Panik, auch Hamsterkäufe und alles Mögliche. Und die Natur und der Garten können uns wunderbare Hilfsmittel mitgeben, wie wir diese aufgebauschte Krise gut bewältigen können. Einerseits, wenn wir im Garten sind, sind wir natürlich in der frischen Luft, und frische Luft ist wirklich sehr gut für den Organismus. Also 70% der Entgiftung geht über die Atmung, und in der frischen Luft, ja, da fühlt man sich einfach lebendig, vital, und unter den kleinen Kumpanen, den Bäumen und den Pflanzen fühlen wir uns natürlich auch viel wohler. Das heißt, einfach viel rausgehen in den Garten, an die frische Luft und sich auch gut bewegen, den Blutkreislauf fördern und so mal den Organismus einfach auf Trab halten. Und ja, momentan kann man im Garten sehr viel machen. Zum Beispiel neue Beete anlegen, umgraben ist auch zum Beispiel eine sehr gute körperliche Tätigkeit. Und auch werde ich die nächsten Tage Möhren sehen. Rote Beete werden auch noch rauskommen, also im Garten gibt es wirklich genug zu tun. Mulchen, ja, die Jungpflanzen pikieren, das kann man auch noch sehr gut alles machen. Natürlich, wenn nochmal die Sonne draußen ist, dann fühlt man sich auch sehr viel wohler, kann die Sonne auf seine Haut strahlen lassen. Also zum Beispiel habe ich letzten Sonntag habe ich dann wirklich die Sonne genossen, da war es richtig warm bei uns, so an die 15 Grad. Da kann man ja auch schon wirklich gut raus an die Natur gehen, zumal man natürlich auch dann, wenn man draußen ist, die frische Luft, die Sonne und die Harmonie genießt, die ganzen Vögel, das Gezwitscher und die Insekten brummen hört, dann vergisst man auch den ganzen Trubel, sag ich mal. Also man vergisst es halt einfach, weil es wird ja einfach aufgebauscht, den Leuten wird Panik gemacht, und wenn ich dann draußen zum Beispiel in der Natur bin, dann bin ich wirklich im Moment, da vergesse ich wirklich alles Mögliche, jede mögliche Panik, jede mögliche Sorge, und das ist einfach für mich das Schöne. Also einfach mal abschalten, was anderes machen, weg von den Medien, weg von den negativen Einflüssen, weil so machen wir uns halt unsere Welt. Also es ist bekanntlichermaßen, du bist, was du denkst, oder Geist formt auch Materie. Das heißt, das, was wir denken, das, was wir fühlen, und die ganze Panikmache, das trifft natürlich ein. Wenn ich mir einrede, ich bin krank, ich bin anfällig für Corona und sowas, dann wird natürlich auch sowas eintreten. Also immer schön positiv denken, mit einem Lächeln, da gehen alle negativen Emotionen verloren. Glückshormone werden ausgeschüttet, und ja, das ist wirklich eins der wertvollsten Tipps, die ich euch mitgeben kann. Weitere Vorteile sind natürlich, wenn ich selbst im eigenen Garten aktiv bin, kann ich zum Beispiel jetzt die ganzen Panikmache bezüglich der Hamsterkäufe und Verknappung mit Essen entgegenwirken. Ich meine, man baut einerseits sein Essen selber an, also wenn man sich jetzt die Zeit nimmt, Paprikas, Chilis werde ich die nächsten Tage pikieren, Tomaten sind auch schon aus den Samen draußen, die wachsen auch, und wenn man sich da die Zeit investiert, auch Bohnen sät, Kartoffel einpflanzt, Salat habe ich schon rausgesetzt, Radieschen. Also man kann sich jetzt in den kommenden Monaten, wenn man die richtigen Vorbereitungen trifft, kann man sich ja ganz gut vom Essen aus dem Garten erzehren
Und zumal das Essen ja natürlich auch sehr gut ist. Also man weiß ja, was da drin ist. In der Regel keine chemischen Stoffe. Es ist frisch, es ist schmackhaft und man freut sich natürlich auch, ja, wenn man nach der ganzen harten Arbeit natürlich dann auch seinen entsprechenden Lohn hat. Und ja, so ist man natürlich auch nicht angewiesen auf andere, beziehungsweise auch nicht auf Lieferungen von einem Supermarkt. Man ist halt hier ein bisschen unabhängiger. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute zum Beispiel Toilettenpapier einkaufen, was ich hier nicht ganz so verstehen kann. Wenn ihr einen eigenen Garten habt, Stichwort Trockentoilette, Trockentrenntoilette, dann hat man wirklich hier keine Probleme mit Toilettenpapier, braucht man in der Regel nicht. Und wenn, dann kann man sich ja auch noch ein bisschen feuchter abwischen. Das habe ich zum Beispiel in meiner Kindheit auch immer ab und zu mal gemacht. Also ja, feucht den Hintern abwischen, da braucht man in der Regel kein Toilettenpapier. Ja, also das sind jetzt einfach so meine Tipps, meine Tricks, beziehungsweise meine Empfehlungen, die ich jetzt bei dieser Panikmache, ja, euch mitgeben möchte. Geht einfach nicht drauf ein, alles mit der Ruhe. Es gab schon andere Sachen, die Menschheit auch überwältigt, sondern bewältigt hat. Und ja, das ist einfach nur eine Zeit. Macht euch nicht so viel Panik. Geht doch lieber raus in die Natur. Kümmert euch um unsere guten Freunde, die Bäume, die Pflanzen. Es ist genug im Garten da, was man machen kann. Und ja, wenn Leute kommen, die Angst und Panik haben, dann geht auf ihnen zu, spricht mit ihnen über ihre Angst, versucht die Gründe zu erfahren, die Hintergründe, und gibt ihnen einfach, ja, sagt ihnen einfach, setz dich mal für 10 Minuten hin, frag dich, warum du Angst hast, und ja, reflektiere einfach mal deine Angst. Warum hast du Angst? Was veranlasst dich dazu? Und beobachte einfach deine Gefühle. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich mich mal wieder ein bisschen aufmachen. Der Garten ruft, bisschen Vorbereitungen, Möhren aussehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine angenehme und entspannte Woche. Genießt die Tage, es wird wärmer. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.